Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes. And I will fly. Schwimmunterricht vom Profi, das gibt es nicht alle Tage. Und auch wenn Sandra Völker ihre Schwimmkarriere inzwischen beendet hat, weiß Romina doch ganz genau, mit wem sie da heute im Wasser ist. Das ist eine berühmte Schwimmerin. Wie war die jetzt so zu euch? Toll, nett, lieb. Okay. Und macht ihr Schwimmen Spaß? Ja. Warum? Das hat was mit Wasser zu tun und ich kenne eine Serie mit Wasser. Eine Serie? Was für eine Serie? Die heißt H2O. Plötzlich Meerjungfrau. Okay, woher die Motivation fürs Schwimmen kommt, ist ja auch egal. Bei Sandra Völker kam sie jedenfalls nicht vom Fernsehschauen. Also ich bin ja mit 4 Jahren auch einmal fast ertrunken und deswegen bin ich halt zum Schwimmen gekommen. Auch wenn ich erst viel später entschieden habe, dann Schwimmerin zu werden, ist das aber mein Weg gewesen. Damit sich Kinder richtig und vor allem sicher im Wasser bewegen, unterstützt die Schwimmweltmeisterin die Aktion der Ronnemar-Bäder mit Sicherheit mehr Spaß. Denn immer mehr Kinder können nur schlecht oder gar nicht schwimmen. Und das, obwohl Schwimmen eigentlich angeboren ist. Man kann eigentlich schwimmen, wenn man auf die Welt kommt. Dann gibt es verschiedene Sachen durch Angst, dass sie es nicht eben halt gewöhnt sind, im Wasser zu sein. Mehrere Möglichkeiten, dass sie das eben halt wieder verlieren. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass sie wirklich eine Sicherheit spüren. Also jedes Kind, was sicher ist und weiß, was tut das Wasser und es kann mich tragen, was hat es für Eigenschaften, das wird sein ganzes Leben lang mit Wasser wirklich sicher und bewusst umgehen. Zusätzlich erfahren die Kinder von Sandra Völker, dass sie im Wasser mehr als nur schwimmen können. Dann haben wir noch mit diesen Nudeln was gemacht und mit diesen Teilen, mit diesen Hütchen, Eiern, haben wir da noch weggeblasen. Spaß gemacht hat der Schwimmunterricht mit Sandra Völker jedenfalls, auch wenn die manche ja gar nicht mehr gebraucht hätten. Kannst du schon schwimmen? Sogar ohne Schwimmpuffer. Kleine Meerjungfrauen fühlen sich eben wohl im Wasser. Da geht es ihnen ganz genauso wie Sandra. Jetzt habe ich noch so einen Wechsel drin, dass ich eigentlich ungern in Chlorbecken schwimmen gehe. Ich gehe lieber in Seen oder in Meeren baden. Aber also die Lust ist immer geblieben und ich bin immer schon irgendwie verrückt gewesen nach Wasser.